Ja, wir gehen jetzt gerade zum Bike-Check-In für Philipp und für die anderen Athleten. Das heißt, wir checken jetzt irgendwie ihre Räder ein. Es ist schon ziemlich warm, muss ich sagen. Und ich bin mal gespannt, wie die alle so drauf sind, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen. Meistens ist man immer am Tag vorher ziemlich aufgeregt. Ich glaube, Philipp ist auch schon ziemlich aufgeregt. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, Philipp ist gerade eingecheckt und er hatte leider noch nicht seine Emergency-Kontaktdaten auf die Startnummer geschrieben. Deswegen mussten wir noch mal so ein bisschen kurz anhalten, das Ganze ausfüllen. Das ist einfach wichtig, so ein bisschen wegen Allergien, Blutgruppe, falls irgendwie was passiert, dass man da halt, sag ich mal, auch so ein bisschen Kontaktdaten hat. Auch so ein Notfallkontakt ist auf jeden Fall wichtig, dass man den immer auf die Startnummer schreibt. Insbesondere bei Sieg oder Blaulicht, das ist wichtig. Da sollte man definitiv darauf achten, dass man, wenn man auch an seinem Limit operiert, dass man dann auch darauf achtet, sicher weiterhin zu sein. Ja, die Nervosität ist schon gestiegen, sag ich mal. Aber er ist ja inzwischen alter Hase. Das ist ja nicht der erste Wettkampf. Er weiß genau, was er braucht, wann er Ruhe braucht, wann er Konzentration braucht. Und ist gut vorbereitet, hat alle Sachen gepackt. Ich hoffe, dass er gut heile vom Rad runterkommt. Das sind so die Themen, die mich interessieren. Kein Sonnenstich, keine gebrochenen Knochen. Dann sind wir schon glücklich. Wie siehst du das Thema Sieg oder Blaulicht? Ja, auf Blaulicht kann ich ehrlich gesagt verzichten. Es sei denn, es ist wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Ich bin Philipp, 32 Jahre alt, trainiere seit, keine Ahnung, 8 oder 10 Jahren bei Golo. Schon gefühlt eine kleine Ewigkeit. Bin Patient Null, möchte ich mal sagen. Ja, jetzt sind wir hier in Rot. Morgen Challenge Rot, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren, Marathon laufen. Das alles bei angekündigter Hitze zumindest. Ich schiebe den Startplatz jetzt schon 3 Jahre vor mir her und damit auch die Aufregung. Und bin froh, das morgen alles rauslassen zu können. Boah, der ideale Tag, ja, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen abergläubisch, aber der ideale Tag ist unter 8 Stunden. Realistisch ist irgendwie 55 Schwimmen, 4,25 Rad, 2,45 Laufen, also irgendwie 8 Stunden 5, 8 Stunden 8, 8 Stunden, keine Ahnung. Das wäre die Wunschvorstellung. Und ist aber auch viel Zeit, dass viel schief gehen kann morgen. Deine Herzdame hat gesagt, Blaulicht nur, wenn die Höchstgeschwindigkeit überschritten wird. Ja, das wünscht sie sich. Ich werde mich trotzdem filetieren. Mal gucken, ob ich es schaffe. Das ist ja auch immer eine Frage des Mindsets irgendwie, ob man tatsächlich so über seine Grenze hinausgehen kann, je nachdem, wie man sich fühlt. Ich würde definitiv 2 Tage Krankenhaus gegen eine Sub 8 Stunden eintauschen, ohne Probleme. So, Check-in ist durch. Ja, die Anspannung steigt. Philipp macht einen sehr, auf der einen Seite einen sehr relaxten Eindruck, andererseits weiß ich aber auch, dass er sehr aufgeregt ist und sehr viel Energie hat. Ich glaube, er hat mega, mega viel Bock. Er hat mega viel Bock, so an seine Grenze zu gehen und darauf freue ich mich einfach morgen. Und ich freue mich generell morgen auf das ganze Rennen. Ich glaube, es wird ein super, super geiler Tag. Es ist einfach jetzt auch schon echt so lange, wie wir auf dieses Rennen hinarbeiten. Du kannst sagen, über 2 Jahre haben wir gesagt, dass wir das einfach mal machen wollen. Und jetzt ist morgen der Tag. Ja, und ich freue mich einfach nur. Ich habe einfach Bock und ich glaube, es wird richtig, richtig geil. Okay, Philipp hat 3 Minuten auf die Spitze, mega gut geschwommen, wahrscheinlich mit einer 54, richtig gut für ihn. Und ganz vorne ist Neil. Eddie ist ein sehr, sehr guter Schwimmer, auch ein sehr, sehr guter Läufer aus Great Britain. Und ja, ich bin mal gespannt, jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, einen guten Rhythmus zu finden und dann einfach sein Ding zu machen. Er sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr konzentriert aus. Ja, wir warten jetzt auf Philipp. Er sollte jetzt im Moment hier vorbeikommen und er hat sich soweit vorgearbeitet. Er ist als 5. oder 6. Age-Gruppe aus dem Wasser. Mit einem guten Rückstand noch von so 3 Minuten, 2,5 bis 3 Minuten. Die hat er jetzt aber schon zugefahren. Ich glaube, wir stehen jetzt bei Kilometer so 58, sowas in der Art. Ich hoffe, Philipp überzockt nicht. Ich hoffe, er teilt sich das Rennen gut ein. Fährt echt sehr, sehr stark. Er ist sehr, sehr gut geschwommen und
würde sagen, let's go! Und krass, ja, mega heftig. Was sagst du dazu, Nick? Sehr zufrieden. Das sieht sehr gut aus. Ja, Philipps Erster. Hinter ihm ist eine ziemlich große Gruppe. Und ja, ist alles ziemlich aufregend, muss ich sagen. Hinter ihm ist gerade Ruben Fritzen in der Gruppe drin, Nils, glaube ich, auch noch in der Gruppe drin. Also hinten ist eine etwas größere Gruppe, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Und ja, er macht ein sehr, sehr gutes Rennen, er macht sehr, sehr konservativ. Er muss halt aufpassen, dass er nicht überzockt, wenn er alleine fährt. Und da halt nicht irgendwie mit anderen, sage ich mal, zusammen was macht, dann ist das immer natürlich, verbrauchst du einfach mehr Energie. Und da musst du halt einfach immer gucken, dass du das Ganze gut umsetzt und dass du halt so fährst, dass du noch absolut in deiner Richtung bist. Aber genau, ich glaube, er macht das gut. Und ich glaube, ja, ist alles in Ordnung. Ja, Lotzen, ich hab's verpackt. Wird geil. Okay, hinter Philipp ist eine sehr, sehr große Gruppe aus so 8 bis 10 sehr guten Amateuren. Die fahren alle regelkonform, aber das spart natürlich echt viel Energie und ich glaube, jetzt wird es halt interessant, weil ich denke schon, dass sie schneller sind als Philipp und dass sie auf Philipp auffahren werden und da müssen wir einfach gucken, wie Philipp reagiert. Wir haben eigentlich darüber gesprochen und ich habe ihm gesagt, dass wenn sowas passiert, dass er sich ein bisschen rausnehmen soll und ein bisschen konservativ fahren soll, weil du kannst letztendlich die Energie nicht mehr einfahren, die du verschwendest, wenn du jetzt alleine probierst, vorne halt den Abstand zu halten. Deswegen, jetzt wird es echt interessant. Fahrt smart, fahr mit Köpfchen, wer seid Erster und Zweiter, fahrt smart! Alter, bin aufgeregt. Ja, Philipp und Fritz fahren zusammen. Fritz hat echt, muss man sagen, 6 Minuten seinem Schwimmen aufgeholt. Crazy Performance bisher. Gucken, was er da für Körner gelassen hat, aber das ist schon echt ultimativ heftig. Und die beiden sind vorne. Philipp macht das ganz alleine, seit 20 Kilometern auf der Radstrecke. Super stark, schon total krasse Performance und es wird ein richtiger Krimi, das wird noch super, super spannend auf der Laufstrecke. Die sind alle richtig gute Läufer und ich weiß auch, hinten kommen noch ein paar richtig gute Läufer, also es wird heute ein ganz, ganz heißes Ding, eine ganz, ganz heiße Ecke. Wir fahren jetzt zum zweiten Spot und dann geht's ab in die Wechselzone und dann wird's richtig, richtig heiß und rot. Die machen Zeitpunkt auf die Gruppe dahinter, aber die geben echt Knallgas, ey. Die knattern überall voll rein. Ja, ich hoffe, die überzocken nicht, muss ich echt sagen. Ich hoffe, das sieht sehr, 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 sehr schnell aus. Crazy, aber jetzt geht's aufs Laufen. Jetzt sind wir Kilometer 160, es ist echt warm. Die Gruppe dahinter verliert Zeit. Philipp und Fritz setzen sich ab. Jetzt wird es echt richtig, richtig spannend. Jetzt wird es richtig spannend nach Rot. Wir stehen jetzt an der Laufstrecke. Hier sind gerade die ersten Profifrauen vorbeigekommen. Anna Hau kommt jetzt auch wahrscheinlich gleich noch vorbei und danach erwarten wir auch schon Philipp. Es geht jetzt erstmal so darum, gut reinzukommen, konservativ das Ganze anzugehen, auf jeden Fall nicht zu überpacen und sich jetzt auch nicht von diesem ganzen Trubel, von dieser Hektik einfach leiten zu lassen, sondern jetzt erstmal seinen Rhythmus zu finden und dann gut ins Laufen, sage ich mal, so zu starten. Wir sind jetzt bei Kilometer 4. Jetzt sollten die Beine sich eigentlich okay anfühlen und es geht einfach nur darum, einen guten Rhythmus zu finden und dann einen sehr schnellen, guten Marathon zu absolvieren. Du hast 4,5 Minuten auf alle dahinter. Ganz entspannt. Macht jetzt smart. Gutes Tempo. 4,5 Minuten auf alles dahinter. Ganz entspannt. Ja. Ganz entspannt, Jungs. Ist einfach richtig, richtig Feuer drin. Ich glaube, jetzt kommt zusammen. Ich glaube, gesamte Philipps Triathlon-Erfahrung, habe ich das Gefühl. Zuerst in der Liga, dann auch auf der Mitteldistanz, jetzt auf der Langdistanz. Jetzt läuft er mit Fritz zusammen. Das wird noch ein super, super abgefucktes Ding. Ich freue mich drauf. Ja, wir stehen jetzt hier bei Kilometer 11 von der Laufstrecke, warten auf Philipp. Und es wird ziemlich warm. Es sind jetzt schon so 28, 29, wobei hier im Schatten vielleicht noch so 26, aber in der Sonne ist es schon richtig, richtig knackig warm. Und genauso warm wie es draußen ist, ist auch das Rennen. Ich würde sogar sagen, das Rennen ist richtig heiß, weil Philipp läuft mit Fritz zusammen. Das war zumindest noch bis eben so. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich hoffe, er teilt sich das Rennen gut ein, fängt jetzt ein gutes Pacing und dann geht's nachher, sage ich mal, ab Kilometer 10, 11, 12, 13,
wird es anstrengender. Ja, und ich werde ihm jetzt ein bisschen sagen, dass er es konservativ angehen soll und dass er es einfach richtig gut macht. Er ist in den Top 10 overall, einfach unglaublich ist, muss man sagen. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Wo ist das Fahrrad? Mach das smart, geht nichts. Mach das smart, Digga. Wieso geht das nicht? Mach das smart. Du bist mega gut unterwegs. Du bist Leute am schnellsten. Wir gehen jetzt zum nächsten Spot. Ist einfach gerade super hektisch. Philipp ist erster, Fritz ist direkt dahinter, hat eine kleine Lücke gerissen. Ich habe ihm gesagt, er soll jetzt einfach smart bleiben und es nicht überzocken. Und das wird noch richtig, richtig hart heute. Das wird ein richtiger Krimi. Und ich weiß aber auch, dass Philipp ein verdammter, harter Kerl ist, wenn es einfach darauf ankommt, dass er immer zünden kann in allen Bereichen seines Lebens. Und deswegen bin ich absolut zuversichtlich, dass er das Ding auch heute nach Hause knallt. Aber das wird noch ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit. Ja, ich war gerade mit Philipp unterwegs und dem ist ziemlich warm und ich glaube, es wird ziemlich hart gerade für ihn. Er war gerade sogar ein, zwei Schritte selber mal gegangen. Einfach um so ein bisschen runter zu kühlen. Ich glaube, in dem Kanal ist da halt ultimativ heiß und die Verpflegungsstationen sind dann auch immer ein bisschen doch zu weit weg. Ja, Ende vom Lied, er ist jetzt wieder Zweiter hinter Fritz, hat so eine gute 45 Sekunden. Das heißt noch nicht, dass es das Ende ist, aber es sieht gerade auf jeden Fall kritisch aus, muss man sagen. Wir sind jetzt bei der Finishline und warten auf Philipp. Ja, Fritz hat nochmal angezogen und hat Philipp auf Kilometer 25 überholt. Philipp war ziemlich überhitzt. Wir haben dann auch probiert, ihn irgendwie so ein paar Wassersachen zu reichen, irgendwie ein bisschen zu kühlen, aber er meint, ihm ist irre heiß. Er ist am Pace eingebrochen, aber jetzt zieht er einfach wieder an. Aber Fritz hat 2,5 Minuten Vorsprung. Und ja, mega krasses Rennen von den beiden. Aber wir sind mal gespannt, wer jetzt hier als allererstes durch die Finishline. Jetzt zum ersten Mal in Rot. Großen Applaus für Philipp Herber. Philipp! Aber der Mann, der gerade reingelaufen ist, das ist wirklich ein Leben, noch denk mal 50 Jahre alt. Aber ein krasses Rennen, Mann. Denk nicht so. Gar nicht. Krasses Rennen einfach. Das ist einfach ultimativ viel krasse Risiko, krass einfach. Ja. Krasses Ding. Danke auch für euren Support. Richtig geiles Rennen. War echt eine geile Battle. Ohne Philipp wäre es ja wahrscheinlich nicht so gewesen. Aber wir hätten uns beide das Leben auch etwas leichter machen können. Ja, okay. Aber sehr, sehr stark. Ja, bei den Bedingungen heute so zu performen, ist schon Respekt. Hast du ja gesehen. Ne? Ja. Das war wirklich so ein bisschen das Key-Ding, ne? Mit dieser Flasche und überall Wasser immer. Das hat sich ja gut gemacht. Schon gut. Ja. Gott sei Dank die Wiederholung, ne? Und richtig geile Leistung. Ja, also mir geht es nicht so schlecht, wie es mir schon mal ging, aber währenddessen ging es mir echt schlecht. Beim Schwimmen habe ich die erste Gruppe verpasst, das war ein bisschen ärgerlich. Und ich glaube, ich bin die ganze Zeit so Schlangenlinie geschwommen. Ja, Fahrradfahren war echt super, ich habe mich die ganze Zeit mega gut gefühlt. Immer irgendwie 2,70, 2,75 Watt gefahren. Warst du alleine? Ich war bis zweite Runde Kalvarienberg, war ich die ganze Zeit alleine. Und die anderen sind hinten drin in Gruppen raufgefahren. Und das hat man ja schon gemerkt. Aber das gehört dazu, das ist einfach so. Wenn du versuchst, dein eigenes Rennen zu machen, dann musst du halt auch irgendwie den Preis nehmen. Ich habe dann zwischendurch mal kurz mit Fritz, als der dann aufgefahren ist. Ja, Fritz muss man sagen, ist alleine aus dem Wasser, also halt einen großen Abstand, aber ist dann kurz in der Gruppe geblieben, dann ist der auch weitergefahren. Ja, mega. Also ist mega Rad gefahren und mega glaubt. Auf jeden Fall verdient gewonnen. Kann man jetzt abfahren? Und beim Laufen ging es dann echt gut, so bis Kilometer 10, 11 und dann ging es die ganze Zeit immer bergab und dann so ab Kilometer 23, 25 ist der Pace, glaube ich, irgendwie
10, 20 Sekunden gedroppt, dann musste ich auch das erste Mal gehen nach der Trainingsstelle. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, einfach. Aber meinst du, es war die Hitze? Meinst du, es war einfach so? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, währenddessen, jetzt wo wir hier stehen, sengende Hitze, ja. Da kannst du das Spiegelei braten. Das habe ich währenddessen gar nicht so wahrgenommen, tatsächlich. Also, ich habe es nicht wahrgenommen, ich weiß nicht, ob es tatsächlich die ganze Zeit so heiß gewesen ist. Am Kanal war es scheiße. Und die Laufstrecke ist brutal. Dieser Schotter am Kanal, kein Wind, dann mal wieder Gegenwind, aber mit so einem Föhn. Und dann, wenn man rausläuft nach Büchenbach, die ganze Zeit irgendwie Berge hoch, Berge runter. Oh, und das irgendwie nochmal ab Kilometer 28. Heftig. Es gibt immer wieder Stellschrauben und man kann auch mehr trainieren. Aber am Ende des Tages soll es irgendwie ein Hobby sein. Und wir wollen ja auch irgendwie zeigen, dass man das Hobby gut irgendwie mit Arbeit noch verbinden kann und trotzdem irgendwie erfolgreich sein kann, wenn man einfach irgendwie richtig trainiert. Ich glaube, das haben wir. Danke für den Support. Ja, klar. Krasse Leistung von den Jungs. Das war unglaublich. Also, das war nicht einfach. Das war echt so ein. Das war die Challenge Rot. Philipp ist zweiter Amateur geworden in irgendwas um die 8:20 bei 31 Grad, bei unglaublich krassen Bedingungen. Das Rennen ist echt super, super hart. Bei einem ultimativ krassen Amateurfeld. Und Fritz hat heute eine unglaubliche Performance rausgezogen mit einer 8:15, auch bei diesen Bedingungen, die absolut profiwürdig ist, mit einer 2:50 Marathonzeit, was einfach abnormal ist. Ich bin mega, mega stolz auf Philipp. Ich finde, er hat ganz, ganz, ganz stark gemacht. Auch so den Rennverlauf, wenn man sich das anguckt, er hat super viele Risiken eingegangen. Und er hat auch so diesen Hashtag, Sieg oder Blaulicht schon in die Tat umgesetzt, weil er einfach so viel Risiko eingegangen ist. Und krasses Ergebnis auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Rennen, wo wir uns sehr, sehr lange daran erinnern werden. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen das Ding, dass man auch immer sagt, ich weiß auch, dass Philipp gewinnen wollte und ich wollte auch gewinnen. Ich bin auch so ein Typ, ich will auch einfach immer gewinnen. Und es ist natürlich etwas, was auch sehr sticht in gewisser Weise. Es gehört einfach dazu. Und insgesamt, glaube ich, können wir zufrieden sein mit dem Rennen. Und ich glaube, wir werden auch zufrieden sein mit dem Rennen. Aber es überwiegt natürlich jetzt auch so ein bisschen die Enttäuschung, dass Philipp nicht Erster geworden ist.